Wenn ich morgens ins Büro komme, dann koche ich mir als allererstes eine Kanne Tee. Stell dir mal vor, ich würde jeden Tag dieselbe Sorte Tee kochen. Es wäre einfach nicht schön. In meiner Kindheit gab es zu Hause immer dieselbe Sorte Tee und es hing mir zum Hals raus und ich wollte dann viele Jahre überhaupt keinen Tee mehr trinken. Deswegen verschiedene Sorten Tee. Das ist für mich die Lösung, wie Tee genussvoll bleibt, wie ich gerne Tee trinke, jeden Morgen eine andere Sorte. Und genauso sehe ich das mit Begleitstilen und Akkordkonzepten. Wenn du immer alles genau nach demselben Muster machst, immer dieselben Barré-Akkorde, immer dieselben offenen Akkorde, dann wird es schnell langweilig und man hat dann irgendwie gar keine Lust mehr auf Gitarren-Akkordbegleitung. Deswegen zeige ich dir heute 5 Ideen, wie du wieder frischen Wind reinbringst. 5 Tricks, die kaum jemand kennt. Los geht's. Also gut, der erste Trick, der hat mit Smoke on the Water zu tun, nämlich, dass man die Power Chords in ihrer Umkehrung spielt. Ich habe es schon hier und da mal erwähnt. Power Chords sind Quintgriffe eigentlich. Und der nächste Schritt, wenn man sie in dieser einfachen zweistimmigen Form lernt, ist ja normalerweise, dass man den Grundton doppelt. Was aber man relativ selten sieht, wenige nutzen nur diese beiden Töne auf den mittleren beiden Seiten hier, also quasi dieses Quartintervall. Das kann man als Umkehrung des Power Chords sehen. Also Grundstellung ist eine Quinte, Grundton und Quinte. Kann aber auch sagen, erste Umkehrung oder einzige Umkehrung damit ist Grundton abwärts eine Quarte. In dieser Gesamtheit der drei Töne ist es nichts Außergewöhnliches, aber nur diese beiden Töne im selben Bund zu spielen, hat viele Vorteile. Man kann es schneller bewegen. Also damit würde ich mal experimentieren. Ritchie Blackmore macht's vor. Das ist ein richtiger Powerchord, auch wenn viele sagen, das ist ja überhaupt kein Powerchord. Doch, natürlich. Powerchord ist definiert als Grundton und Quinte und beide Töne sind hier drin. Von C aus das C und das G. Es kann manchmal eleganter klingen, wenn der Bass das tiefe C spielt und du spielst aber nur das höher liegende C und das darunter liegende G. Du kannst dich dann eben freier bewegen, wie gesagt. Zweiter Trick. Den habe ich mir abgeleitet aus dem Beatles-Song Blackbird, der ja, glaube ich, wiederum auf Beschäftigung mit Johann Sebastian Bach auch zurückführt. Ich weiß es nicht so ganz genau, ich kenne die Geschichte nur ansatzweise, aber die Begleitung, der Begleitstil, der wird auch viel zu wenig benutzt, finde ich, weil es die wenigsten verstanden haben, wie es funktioniert. Und wenn du zum Beispiel in der Tonart G-Dur bist, kannst du den G-Dur-Akkord reduzieren auf Grundton G. Und Terz B auf der zweiten Seite. Das ist der erste Schritt. Und so könnte ich die ganzen Stufenakkorde von G-Dur mal aufwärts gehen, nur um es dir zu zeigen. A-Moll, B-Moll, C, D, E-Moll, Fis vermindert und wieder G. Du siehst, es ist eigentlich immer derselbe Abstand von einem Bund bei Moll, zwei Bünden bei Dur. Und alles, was die Beatles hier noch machen, ist, die dritte Seite, die G-Seite, leer mitzuspielen, aber bei allen Akkorden. Und das kannst du natürlich für alle Songs in G-Dur nutzen, mit Akkorden von G-Dur. Und vielleicht nicht nur von G-Dur, sondern überall da, wo die leere G-Seite passt. Also ich könnte es mir auch in C-Dur vorstellen. Musik.
ein toller Begleitstil, den man doch nutzen kann, anstatt immer dieselben Wanderakkorde zu spielen. Die dritte Sache habe ich von Ted Green gelernt, der ausgecheckteste Akkordfreak wahrscheinlich überhaupt, den viele dem Bereich Jazz zuordnen würden, Jazzgitarrist, aber der sich mit Barockmusik genauso beschäftigt hat, mit allem. Es geht aber jetzt um eine Sache für die rechte Hand, dass man bei Akkorden jetzt nicht immer dasselbe Zupfschema spielen muss. Wenn du dir vorstellst, es soll eine Zupfbegleitung sein, wir sagen mal die Akkorde alle auf den mittleren vier Saiten. Also wenn wir jetzt hätten A-Dur und dann wieder Stufenakkorde aufwärts. So, A-Dur, B-Moll, Cis-Moll, D-Dur, E-Dur, Fis-Moll, bis dahin. Jetzt habe ich von Ted Green gelernt, man könnte es in der rechten Hand so aufteilen, dass man diese vier gespielten Saiten zum Beispiel als eine Dreiergruppe und eine Einzelseite anordnet. Zum Beispiel leere A-Seite und die anderen drei gleichzeitig. Und beim nächsten Akkord kehre ich es jetzt aber um. Das ist der Witz. Ich mache jetzt nicht, ist bei jedem Akkord gleich. Sondern ich drehe es jedes Mal um. Erst die Einzelseite, dann die drei Seiten. Beim zweiten Akkord erst die drei Seiten, dann die eine. Es ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Ich könnte auch sagen, ich mache Zweiergruppen. Und ich kann es auch jedes Mal umdrehen, dass ich jetzt mit den dünneren Seiten anfange. Ich kann sagen, ich nehme einmal die äußeren beiden Seiten und einmal die inneren beiden, aber immer abwechselnd. Das ist eigentlich der Witz dabei. Damit kannst du experimentieren, wenn dir die Zupfbegleitung zu langweilig ist, mal dir verschiedene Kombinationen aufschreiben. Zum Beispiel erst die fünfte Seite, dann die anderen drei. Erst fünfte und vierte, dann zweite und dritte. Also es funktioniert erstmal am besten, wenn man eine Akkordfolge hat mit allen Akkorden auf denselben vier Seiten. Hier die mittleren. Die vierte Idee ist, den Bereich Rock und Blues zuzuordnen, wenn du einen A7-Akkord im Akkordsymbol stehen hast. Oder noch nicht mal das, du hast vielleicht nur einen A-Dur stehen, wo du dich aber jetzt immer fragen kannst, wenn man den erweitern würde zum Vierklang, wäre das dann eher A-Major 7? Oder eher A7? Und im Rock- und Blues-Kontext ist es meistens eher, hat es mehr den Charakter des A7. Worauf will ich hinaus? Es klingt meist ungelenk, diesen Akkord, zumindest auf der E-Gitarre, die ganze Zeit zu spielen. Was du machen kannst, du stellst dir vor, der A7-Akkord kommt doch in der Durtonleiter an einer Stelle nur vor. Ein Dominant-Septakkord ist immer die fünfte Stufe einer Durtonleiter. Wenn A7 die fünfte Stufe ist, dann sind wir in D-Dur, dann ist D die Stufe 1. In jeder Durtonleiter gibt es doch drei Dur-Dreiklänge auf der ersten, vierten und fünften Stufe. Das heißt, du spielst anstelle von A7 die drei Dur-Dreiklänge der zugrunde liegenden Tonleiter. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Du spielst D-Dur, E-Dur und A-Dur. Und das kommt auch in ganz vielen Rocksongs, angefangen bei Rolling Stones vielleicht, vor. In dieser Position. Hier kommt es oft vor, weil es da so schön zu greifen ist. A-Dur mit einem Finger, D-Dur, indem ich zwei Finger mit aufsetze. G-Dur, indem ich die Finger alle wegnehme. Ich habe jetzt die A-Seite nur mitgespielt, um es zu zeigen, wie es klingt über den Bass in A. Normalerweise würde ich das gar nicht machen, würde ich nur spielen.
das ist ein rockiger Sound, Classic Rock mäßig oder Blues. Es klingt direkter als der Vierklang, aber indirekt hast du den eben doch mit drin, den A7. Denn was ist die Septime von A, die kleine? Es ist das G. Und das haben wir dann doch mit drin, aber eleganter, schlanker, rockiger das Ganze. Die fünfte Idee habe ich von Zakk Wylde geklaut oder gelernt, könnte man sagen, von einem Ozzy Osbourne Song. Also Zakk Wylde war einige Jahre der Gitarrist von Ozzy Osbournes Band oder macht da, glaube ich, auch immer wieder mal mit. Und in dem Song Mama, I'm Coming Home bewegt es sich sehr in E-Dur die ganze Zeit. Oder ist, glaube ich, ein Halbton tiefer gestimmt. Um es einfach zu halten, wir reden mal von der Standardstimmung in E-Dur. Was kann man machen, wenn jetzt die ganze Zeit der E-Dur-Akkord dran wäre, was ja sehr schnell langweilig wird? Zakks Idee, er spielt einfach die E-Dur-Tonleiter in Verbindung mit den unteren beiden Saiten leer. Das ist die Idee. Auch hier könnte man sagen, es geht nicht nur in E-Dur, sondern in allen Tonarten, in denen die beiden Leerseiten passen, die unteren beiden. Also vielleicht auch in C-Dur. Experimentiere damit, aber sowas kann eine langweilige Strecke mit dem ewig selben Akkord wunderbar ersetzen. Zwei Leerseiten und durch die Tonleiter gespielt auf einer Seite. Ist ja eigentlich total einfach, oder? Mach was draus, denn anschauen alleine bringt dir nichts, du musst es umsetzen. Jetzt habe ich so viele Teesorten zur Auswahl und irgendwie habe ich gemerkt, zieht es mich doch heute mehr zum Kaffee. Ich koche mir jetzt einen Kaffee und wenn du doch noch Lust auf was völlig anderes hast, nochmal ein ganz anderes Konzept, wo man ohne Akkorde begleitet, das geht nämlich auch, dann schau dir mal dieses Video an, wo ich dir das näher bringe. Begleiten ohne Akkorde.